In diesem Video zeigen wir Ihnen die sogenannte Ölwäsche mit Hilfe des Linos Floorboys. Das Zusammenspiel dieser Poliermaschine und unserem hochwertigen Pflegeöl ermöglicht eine staubfreie Alternative zum klassischen Abschleifen Ihres Parkettbodens. Natürlich können Sie mit dem Floorboy auch andere Bodenbelege, wie zum Beispiel Linoleum oder Fliesen reinigen. Dies zeigen wir Ihnen aber in einem weiteren Video. Der Linos Floorboy ist eine für jeden einfach zu bedienende Einscheibenpoliermaschine und kann von Ihnen bei ausgewählten Linos-Händlern kostengünstig ausgeliehen werden. Um Ihre Möbel nicht zu gefährden und die komplette Fläche gleichmäßig säubern zu können, sollten Sie den entsprechenden Raum freiräumen und anschließend saugen. Bei oberflächigen Verschmutzungen empfehlen wir danach noch eine nebelfeuchte Reinigung mit der Linos Pflanzenseife. Den Floorboy erhalten Sie einsatzbereit. Sie müssen lediglich das schwarze Reinigungspad anbringen und anschließend den Floorboy auf den Adapter setzen. Das System funktioniert ganz einfach über das Klettprinzip und ohne jegliches Schrauben oder Kleben. Vor der Anwendung müssen Sie das Linos Pflegeöl ordentlich aufrühren. Bitte achten Sie auf ausreichende Lüftung und stellen während der Anwendung Ihre Fenster auf Kipp. Im weiteren Verlauf gehen Sie abschnittsweise vor und tragen das Öl, wie hier zu sehen, auf das Parkett auf. Über die gut zu erreichende Fußtaste wird der Floorboy ganz einfach gestartet und kann anschließend mit wenig Mühe über den Boden bewegt werden. Mit Hilfe des schwarzen Reinigungspads wird das aufgetragene Öl nun sanft einmassiert. Bei empfindlichen Böden sollten Sie mit einem weicheren Pad arbeiten. Ihr Linos-Händler wird Sie dazu gerne beraten. Die verschmutzte Ölwachsschicht wird angelöst und sollte mit einem Abzieher immer wieder von der schon behandelten Fläche abgezogen werden. Solange die Öldreckschliere noch nicht schwarz sind, können Sie kleine Reste weiterverarbeiten oder nochmals etwas Öl dazugeben. Der Floorboy arbeitet langsam, sauber und präzise. Es besteht also kaum Spritzgefahr für Ihre Möbel. Dennoch ist es ratsam, entweder einen gewissen Sicherheitsabstand einzuhalten oder die entsprechenden Gegenstände oder Wände abzukleben. Sobald das Öl, wie hier zu sehen, eine tiefdunkle Farbe erreicht hat, ist es Zeit, dieses vom Boden zum Beispiel mit Hilfe eines Kehrbleches abzunehmen und in einer leeren Dose zu sammeln. Kleine Reste können mit Hilfe der Bopro Ölsaugtücher entfernt werden. Schwer erreichbare Stellen oder stehen gebliebene Abstände zu Wänden oder Möbeln können ganz einfach per Hand mit Hilfe von extra dafür zugeschnittenen Pads gereinigt werden. Nach einem größeren Abschnitt muss dieser mit einem weißen Polierpad trocken nachpoliert werden. Entfernen Sie dazu, wie hier zu sehen, das schwarze Pad und tauschen dieses durch ein weißes aus. Abschließend wird der Boden nun mit etwas Linos Pflegeöl beträufelt und wie auch zuvor mit dem Floorboy einmassiert. Alle genannten Arbeitsschritte werden nun für den kompletten Raum wiederholt. Zur besseren und schnelleren Trocknung empfehlen wir zusätzlich zur Lüftung durch offene Fenster noch das Aufstellen von Ventilatoren. Aufgrund der Selbstentzündungsgefahr müssen Lappen und Tücher, die mit Öl in Kontakt gekommen sind, immer ausgebreitet oder hängend, zum Beispiel auf einer Wäscheleine, getrocknet werden. Nach kompletter Trocknung des Bodens können Sie Ihre Möbel wieder platzieren und Ihr wie neu strahlendes Parkett genießen.